Liebe Freunde, meine geliebten Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, ich freue mich, dass ich heute den dritten Teil meiner Serie über den Heiligen Geist weitergeben darf und hoffe, dass es für uns alle hilfreich ist und auch das Wissen über diesen wunderbaren Gast, den wir in uns haben, sofern wir wirklich von neuem geboren sind, mehr schätzen als bisher und ihn mehr wirken lassen zur Verherrlichung unseres Herrn. Es geht ja um das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes unter dem Oberthema der Heilige Geist, das verkannte Wesen. Und ich habe versucht, bei meinem ersten Beitrag darauf hinzuweisen, dass gerade im Hinblick auf den Heiligen Geist es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt in den verschiedenen religiösen Lägern. Auch Irrlehren sind meistens im Hinblick auf die Person des Heiligen Geistes in einem sehr großen Irrtum, weil die meisten Irrlehren die Personhaftigkeit des Heiligen Geistes leugnen und nur von einer Kraft sprechen, aber nicht von einer Person, weil ihnen auch in der Regel die Lehre von der Trinität, der Dreieinheit oder Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit Gottes ein Dorn im Auge ist. In meinem ersten Beitrag habe ich darauf hingewiesen, dass die Bibel das sehr deutlich macht, dass der Heilige Geist mehr ist als nur eine Kraft. Er ist eine wirkliche Person, und zwar eine göttliche Person. Und im zweiten Beitrag ging es darum, dass der Heilige Geist in den unterschiedlichen Haushaltungen, Heilsepochen, im Englischen Dispensations, unterschiedlich gewirkt hat. Im Alten Testament bis zu Pfingsten auf andere Art und Weise, als wie das dann seit Pfingsten in der Gemeinde geschieht. Und im tausendjährigen Reich, also im Millennium, wird es noch einmal wieder etwas anders sein als heute. Wer meinen zweiten Vortrag noch nicht gehört und gesehen hat, dem möchte ich anraten, das doch sich einmal zu Gemüte zu führen, bevor man jetzt meinen dritten Beitrag über den Heiligen Geist in bildhafter Darstellung etwas hört. Und ich möchte von vornherein deutlich machen, dass wir hier natürlich nicht um das Allegorisieren herumkommen. Ich bin ja kein großer Freund vom Allegorisieren da, wo die Bibel wörtlich genommen einen Sinn ergibt. Da sollten wir nicht allegorisieren, also Bilder suchen oder was auch immer, sondern wir sollten den Text wörtlich nehmen. Aber in Verbindung mit dem Heiligen Geist gibt es tatsächlich dann einige Bilder, die die Heilige Schrift nennt und dann auch auf den Heiligen Geist anwendet. Die sollten wir kennen, weil wir dadurch besser verstehen können, wie der Heilige Geist wirkt, auf welche Art und Weise er Menschen erreicht, Christus groß macht oder vielleicht auch Ungläubige warnt. Und als erstes habe ich hier notiert die bildhafte Darstellung des Heiligen Geistes als eine Taube. Und als Taube wird da besonders deutlich, dass es um die Reinheit geht, die Einfalt, die Sanftheit, zahm, das ist eine Taube. In Matthäus 10, Vers 16 gibt es einen interessanten Vers, den meine Zuhörer sich einmal anschauen sollten. Ich selber lese jetzt aus Matthäus 3 vor, wie es bei der Taufe unseres Herrn Jesus war, wo der Heilige Geist dann herniederkam. Wir haben ja die Taufe des Herrn, Matthäus 3, beschrieben in Verbindung mit Johannes dem Täufer.
Und wo Johannes meint, eigentlich müsste er ja von Jesus, also unserem Herrn Jesus Christus, getauft werden. Aber unser Herr sagt, lass es geschehen. Er macht sich eins mit den bußfertigen Menschen und will damit deutlich machen, welch einen ungeheuren Stellenwert die Buße in den Augen Gottes hat. Und dann, als er getauft ist, heißt es in Vers 16, als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme ergeht aus den Himmeln, die spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Übrigens, wer sich erinnert an das, was ich in meinem vorigen Beitrag gebracht habe, da habe ich auch darauf hingewiesen, dass ein Dienst des Heiligen Geistes darin besteht, Christus groß zu machen. Und hier haben wir einen Vorgeschmack. Der Geist kommt wie eine Taube auf den Herrn herab und die Stimme aus dem Himmel: Dies ist mein vielgeliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott bekennt sich zu seinem Sohn und er tut es in Verbindung mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist übrigens auch eine Stelle wieder, wo die drei Personen der Gottheit zusammen genannt werden. Gott im Himmel, der Vater, der Heilige Geist, der herabkommt und auf dem Sohn Platz nimmt, ja, auf ihn herniederfährt, und der Sohn selber, der gerade nach der Wassertaufe aus dem Wasser hervorsteigt. In Johannes 1, Vers 33 finden wir die gleiche Begebenheit. Also der Heilige Geist wie eine Taube. Dann ist auch sehr interessant, dass der Heilige Geist auch manchmal mit dem Tau verglichen wird. Das steht zwar nicht immer wörtlich dabei in diesen Bibelstellen, aber den Tau in Verbindung mit den Stellen, die ich hier genannt habe, auf den Heiligen Geist anzuwenden, ergibt durchaus einen Sinn. Ich will da nicht unbedingt darauf bestehen, dass das nun ein ganz fester Bestandteil der Lehre ist. Es ist immer, wenn wir allegorisieren, immer eine Frage, ob man das tatsächlich so sehen muss oder vielleicht auch nur so sehen kann. Das überlasse ich meinen Zuschauern, selber die Entscheidung zu treffen. Ich persönlich finde allerdings diese Bibelstellen schon für interessant, einmal darüber nachzudenken. Schauen wir uns zunächst die erste an, im Psalm 110. Psalm 110. Und hier den Vers 3. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht, in heiliger Pracht. Aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Und dann ist im nächsten Vers davon die Rede, dass Gott mit einem Schwur versichert: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Im Psalm 133 ist dann auch davon die Rede, von dem Tau des Hermon. Da geht es zunächst darum, dass die Brüder einträchtig beieinander wohnen. Eintracht unter Kindern Gottes ist etwas, was dem Herrn sehr gefällt und was er auch immer wieder erreichen möchte.
Und wir sollten uns dem nicht entgegenstellen. Wir sollten Friedensstifter sein, wie der Herr sagt, glückselig die Friedensstifter. Also hier, die zusammen wohnen. Und dann wird das verglichen, wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Das Öl wird übrigens auch öfters in der Heiligen Schrift mit dem Heiligen Geist verglichen, zumindest bei vielen Auslegern. Wie gesagt, es ist nicht so ganz entscheidend, aber es gibt uns einen Eindruck, wie eng der Heilige Geist mit gewissen Tätigkeiten und Haltungen in unserem Leben verbunden ist. Und hier kommt zu dem Öl dann noch das, der Tau. Wie der Tau des Hermann, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Und diese Verbindung mit dem Segen, mit dem Leben bis in Ewigkeit, hat also einige doch dahin geführt, dass man hier durchaus den Heiligen Geist sehen könnte, denn genau das wird auch vom Heiligen Geist gesagt, dass er das Leben gibt. Durch den in uns wohnenden Heiligen Geist haben wir das Leben, das ewige Leben, haben wir Gemeinschaft mit Gott und das in alle Ewigkeit, so wie der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagte, in Johannes 14, wir haben die Stelle schon einmal gelesen, nämlich, dass der Heilige Geist bei ihnen schon war, aber in ihnen sein wird bis in alle Ewigkeit. Dann gibt es da noch einige andere Stellen, in 5. Mose 32, Vers 2 zum Beispiel, in Sprüche 19, Vers 12, in 4. Mose 11, Vers 9, ich lese die jetzt nicht alle, da wir noch sehr viel vor uns haben. Und dann gibt es einen interessanten Hinweis aus Johannes 6. In Versen 53 bis 63 wird sehr ausführlich über das Manna gesprochen. Das Manna, das in der Wüste dem Volk Israel als Nahrung gegeben wurde, und das jetzt angewandt wird auf Christus. Das Manna, Christus als Brot des Lebens, fiel auf den Tau. Wie eben manche denken, ein Bild des Heiligen Geistes und vermischte sich auf diese Weise nicht mit der Erde, das Manna. Sonst hätten die Israeliten das ja überhaupt nicht gebrauchen können. Gott hat dafür gesorgt, für diese Tauschicht, die das Manna aufnahm, sodass die Israeliten dann es sammeln konnten und konnten Brot daraus backen oder was auch immer. Und ich sage nochmal, das Manna wird nun eindeutig auf Christus angewandt und kurze Zeit später, nach Johannes 6, nämlich in Kapitel 7, spricht dann der Herr Jesus von dem Heiligen Geist, gerade wie er auch als Wasser verglichen wird, ins ewige Leben quillt, für Erquickung sorgt und so weiter. Und da kann man durchaus auch den Tau dabei nehmen. Als Öl. Das ist die Freude des Heiligen Geistes, wenn man das so sehen will. Es wird ja im Alten Testament immer wieder darauf hingewiesen, dass die Entscheidungsträger des Volkes, sei es der König, seien es die Priester oder auch die Propheten, mit Öl gesalbt wurden. Im Psalm 45, Vers 8 steht einiges, in Hebräer 1, Vers 9 und in Galater 5, Vers 22. Da ist von der Freude des Heiligen Geistes die Rede, gerade in der letzten Stelle. Das ist ja die Frucht des Geistes. Ich will sie hier nur kurz zitieren. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wir kennen diese neunfache Frucht des Geistes. Und die zweite ist die Freude.
Der Jesus spricht von seiner Freude, die er den Jüngern gibt. Er spricht von seinem Frieden. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Woher kommt die Freude? Durch den Heiligen Geist, der uns Christus groß macht, ihn immer wieder zeigt in neuen Facetten, von neuen Seiten, dass wir neue Erkenntnisse bekommen. Mir erging es so in meinem Leben und jetzt auch in meinem Alter, dass ich immer wieder neue Dinge entdecke bei meinem Herrn, wenn ich darüber nachdenke. Und ich kann mir das nur erklären, dass der Heilige Geist immer wieder versucht, dies und jenes mir groß werden zu lassen, dass einfach die Erinnerung an den Herrn, die Betrachtung des Herrn, mir dann auch die Kraft gibt, auch in den täglichen Schwierigkeiten des Lebens, und die bleiben nicht aus, auch im Alter, ich lebe mittlerweile auch in der Zeit, von der die Bibel sagt, dass sie uns nicht so gefällt, dass wir trotzdem Freude haben dürfen an unserem Herrn. Und der Heilige Geist bewirkt diese wunderbare Freude. Hier habe ich das noch einmal zusammengefasst. Das Öl wurde hauptsächlich gebraucht bei der Salbung der Priester. Ich bringe es hier nochmal auf meiner Tafel. In 2. Mose 40 ist davon die Rede. Bei den Propheten in 1. Könige 19, Vers 16 wird das besonders deutlich. Bei den Königen 1. Samuel 16, Vers 12 und 13 und bei unserem Herrn haben wir auch Stellen, die in diese Richtung weisen. Also das Öl, die Freude des Heiligen Geistes. Ja, und man kann das dann so zusammenfassen, es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, das irgendwie in einen Satz hineinzustellen. Ich habe das mal so formuliert, die Bedeutung ist die freudige Hingabe eines Menschen in die von Gott gestellte Arbeit. Das wird eben bei den Priestern, bei den Propheten und Königen deutlich. Die Priester hatten die Aufgabe, eben in der Stiftshütte, später im Tempel, Gott zu dienen und als Mittler zwischen Gott und den Menschen zu wirken. Bei dem Hohenpriester wird das nun ganz besonders deutlich. Und dem ganzen Opferdienst, der ja sehr ausführlich im Alten Testament in 3. Mose 1 bis 5 und dann auch weiter darüber hinaus beschrieben wird. Und die Könige, die hatten den Auftrag, Gottes Verwalter zu sein für das Volk. Sie bekamen Vollmacht von Gott und auch Weisung. Da war das wichtig, dass sie wirklich sich durch den Heiligen Geist leiten ließen. Auch wenn sie ihn nicht in sich hatten. Aber er konnte auf sie kommen und auch auf ihnen bleiben und dann sie leiten in der rechten Weise, wie das bei einigen Königen ja dann auch sehr deutlich wird. Und bei den Propheten natürlich sowieso, die ein Wort Gottes an das Volk weitergeben. Und da wird das sehr stark betont, dass es wirklich ein Wort Gottes sein musste. Wenn das sich nicht erfüllte, waren es falsche Propheten. Wir hatten vor Jahren, die Jüngeren werden sich da kaum dran erinnern, weil sie noch gar nicht da lebten, aber wir Älteren werden uns da recht gut erinnern, gab es einen bekannten Evangelisten, der von Südafrika nach Deutschland dann umzog und dann in der Feuerkonferenz in Frankfurt prophezeite, dass die große Erweckung über Deutschland kommen würde. Ich habe damals schon gesagt, das ist das Kennzeichen eines falschen Propheten, denn wir werden sehen, es kommt keine Erweckung, es geht immer weiter bergab. Woher wusste ich das? Weil die Bibel das sagt. Wir sind in der Endzeit. Große Erweckungen sind nicht mehr zu erwarten, zumindest nicht weltweit und schon gar nicht in Deutschland, sondern mehr der Abfall. Tag für Tag geht es dem Ende entgegen und wir erleben das doch. Und die Zahl derer, die wirklich mit Ernst dem Herrn folgen wollen, die sich auch die Mühe machen, solche Bibelvorträge anzuhören und nicht nur Sensationsmeldungen, die Zahl dieser Leute wird immer weniger. Und ich persönlich freue mich über jeden, der dann auch schon mal anruft oder mir schreibt. Und habe jetzt mittlerweile ja doch Kontakt mit einer ganzen Anzahl von Geschwistern, wo ich merke,
Sie wollen dem Herrn dienen, in der Kraft des Geistes, in seiner Freude. Ja, als solche, die vom Herrn berufen sind, eine Botschaft weiterzugeben in Wort und Tat. Auch die Tat gehört dazu. Also die freudige Hingabe eines Menschen in die von Gott gestellte Arbeit. Ja, und das sind dann zwei Gesichtspunkte. Das eine ist die Weihe. Das heißt, Gott greift ein. Er bestimmt uns für bestimmte Aufgaben. Wir dürfen das, was hier steht, für Priester, Propheten und Könige auch auf uns anwenden. Das wird auch von uns gesagt, dass wir Könige und Priester sind und auch einen prophetischen Dienst haben. Von Gott geweiht durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Und dann kommt der andere Gesichtspunkt, die Bestätigung. Ja, die Bestätigung kommt natürlich nur, wenn wir diesen Dienst beginnen. Wenn wir nachlässig sind, ja. Na, wie Paulus einem seiner Mitarbeiter schreiben lässt, sieh auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, übe ihn aus. Das ist doch meine Frage an meine werten Zuhörer. Wie sieht das aus in deinem Leben? Hast du wirklich deine Aufgabe erkannt, entsprechend der Gabe, die Gott dir gegeben hat? Dann setze sie ein. Und wenn es wirklich vom Herrn ist, was du tust, und du in der rechten Art und Weise auch deinen Dienst ausübst, in dem Bewusstsein, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, dass wir alles von ihm erwarten, aber wirklich auch in dieser Hinsicht Großes von ihm erwarten dürfen. Alles vermag ich in dem, der mich stark macht, sagt Paulus. Und er, an anderer Stelle spricht er davon, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das heißt, wenn ich nicht mir selber vertraue, sondern auf den Herrn schaue, mit seinen Möglichkeiten rechne, dann kann er mich gebrauchen. Und wir wollen das doch in der rechten Weise tun. Und dann bestätigt der Herr auch unseren Dienst. Ja, das ist zum ersten Mal bei der Bekehrung die Bestätigung, dass der Geist Gottes in mir wohnt, dass der Druck abfällt, dass ich wirklich es glauben kann. Er starb für mich, er hat alles gut gemacht und ich ihm dafür danken kann. Wenn ich Menschen zum Herrn führen darf, dann habe ich nicht selten eine Stelle aus Psalm 32, die ich sie dann lesen lasse. Das ist der Vers 5, wo David beschreibt, was er tat, als ihm die Augen geöffnet wurden durch seinen Seelsorger, den Nathan, im Hinblick auf sein Verbrechen da an Uriah, seinem Nachbarn, und dem Ehebruch an Bathseba, der Nachbarin. Und ihm dann die Augen aufgehen und er wirklich zusammenbricht unter seiner Schuld. Und dann schreibt er doch in Psalm 32, Vers 5, da tat ich dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht mehr verborgen. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Ich habe bis jetzt zitiert. Und dann geht es sofort weiter im selben Vers. Und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Und dieser wunderbare Vers 5 aus Psalm 32, der ist eingeschlossen von einem Selah davor und einem Selah danach. Das ist meines Wissens der einzige Vers in der gesamten Heiligen Schrift, der eingeschlossen wird von diesem Selah, das heißt Pause. Da muss man mal drüber nachdenken. Diese wunderbare Gewissheit, die David dann auch zum Ausdruck bringt. Ich habe es ihm bekannt und er hat vergeben. Er hat Gott beim Wort genommen. Deswegen haben wir auch nicht selten bei der Bekehrung eine sehr große Freude des Menschen, der sein Herz und Leben dem Herrn übergeben hat. Manchmal kommt es auch später, aber wenn die Sache wirklich echt ist, tut sich was. Ja, und vor allen Dingen, wenn einer wirklich den Herrn angenommen hat, dann hat er ein großes Ziel. Diesen Herrn, der so viel für mich getan hat, der sein Leben für mich gelassen hat,
der sich ganz Gott geopfert hat, um mich zu Gott zu führen, diesem Herrn zu dienen. Ihm soll mein Leben gehören. Und deswegen heißt es auch täglich neu, diese freudige Hingabe eines Menschen in die von Gott gestellte Aufgabe, das ist das normale Christenleben. Und wenn das nicht der Fall ist bei dir, mein lieber Freund, dann kann das zwei Ursachen haben. Die eine Ursache könnte sein, dass du noch gar nicht wiedergeboren bist. Wie war das bei deiner Bekehrung? Hast du wirklich Jesus nicht nur als Heiland angenommen, der dir die Schuld vergibt, sondern auch als Herrn, der jetzt über dein Leben zu bestimmen hat? Wenn du das nicht getan hast, bist du noch nicht wiedergeboren. Zur Wiedergeburt gehört Jesus, Heiland und Herr und nicht nur der Heiland. Aber es kann auch sein, dass Sünde in dein Leben hineingekommen ist und dass die Sünde dir die Freude am Herrn raubt. Wie das Schaf, von dem ich beim letzten Mal gesprochen habe, das in den Morast geraten ist, das fühlt sich da nicht wohl, das will wieder heraus. Und wie kommen wir wieder heraus aus dem Schmutz der Sünde? Wie werden wir wieder glücklich? Wie haben wir wieder den Frieden Gottes im Herzen? Ja, indem wir unsere Sünden bekennen. Deswegen sagte ich beim letzten Mal im Hinblick auf die Sünde, geht es darum, dass wir die Sünde erkennen, bekennen, hassen und lassen. Erkennen tun wir sie durch Gottes Wort, bekennen tun wir es, indem wir das dem Herrn im Gebet darlegen, uns darunter beugen, Reue zeigen. Und zwar mit dem festen Entschluss, von dieser Sünde zu lassen. Und damit ich von ihr lassen kann, muss ich lernen, sie zu hassen. Die Sünde zu sehen, wie Gott sie sieht, das ist das Entscheidende. Also, bei der Bekehrung fängt das an und dann geht das weiter. Jetzt haben wir ein Bild des Heiligen Geistes in der Wolke. Ich habe da einige Bibelstellen aufgeschrieben, die kann man mal nachlesen, wo wir das anwenden können im Hinblick auf die Leitung durch den Heiligen Geist. Er leitete sie in der Wolke des Tages und in einer Feuersäule des Nachts. Spielte eine große Rolle für das Volk Israel. Was diese Leitung angeht, wird das auch im Neuen Testament dann deutlich im Hinblick auf den Heiligen Geist. Der Jesus selber spricht davon in Johannes 16, Vers 13. Ich lese die Stelle hier einmal, und zwar heißt es da folgendermaßen: Wenn jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Das ist eine der Hauptstellen über den Heiligen Geist. Und hier haben wir seine Leitung. So viele denn durch den Geist Gottes geleitet werden, heißt es dann in Römer 8, diese Stelle hier, die wir hier auch sehen auf meiner Tafel. Diese sind Söhne Gottes, die Geistesleitung. Und es ist auch interessant, in Galater 4, wo es in Galater 5, wo es ja um das Thema geht, von der Fleischeslust zur Geistesfrucht, da ist dann auch von der Leitung des Geistes die Rede. Und zwar in Vers 18. Wenn wir aber durch den Geist geleitet werden, so sind wir nicht unter Gesetz. Es geht um den Wandel im Geist. Und die Leitung des Geistes, wie erfahren wir sie? Ja, wir erfahren sie durch Gottes Wort. Indem wir den Herrn bitten, durch den Heiligen Geist uns zu erleuchten, dass wir das Wort verstehen und uns willig zu machen, dass wir es dann auch tun. Wenn ich daran denke, nach der Fußwaschung, die der Herr in Johannes 13 an den Jüngern vollzieht, dann erklärt er ihnen einiges.
Und dann kommt ein bemerkenswerter Satz, der heißt, wenn ihr das alles wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das Wissen allein gibt noch nicht die Glückseligkeit. Es geht darum, dass das, was wir wissen, wir auch tun. Aber das Wissen ist die Voraussetzung. Woher bekommen wir das Wissen? Eben durch Gottes Wort. Und Gottes Wort gelesen unter Gebet, damit der Heilige Geist uns sein Wort erklärt. Erleuchtet eben. Das ist auch in diesem Vers, den ich eben gelesen habe, in Johannes 16, in Vers 14 und 15. Er gibt uns Licht über den Herrn. Das ist das alles Entscheidende. Und dann gibt es ein ganzes Kapitel, wo das Wirken des Heiligen Geistes ganz besonders deutlich geschildert wird und auch uns mitgeteilt wird, warum Menschen, die nicht im Glauben stehen, eben viele Dinge nicht verstehen können, weil ihnen der Heilige Geist fehlt. Und ich habe hier drei Verse aufgezeichnet. 1. Korinther 2, ab Vers 10. Also, es geht darum, dass Gott etwas offenbart hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, um die Dinge zu kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ist das nicht ein wunderbares Wort, ihr Lieben? Das macht uns deutlich, seht mal, dass der Heilige Geist uns die Tiefen Gottes erkennen lässt. Uns die Augen öffnet über die Größe und Erhabenheit, über seine Güte, sein Erbarmen, seine Geduld. All diese Dinge, die Eigenschaften Gottes, werden uns erklärt, erläutert, plastisch vorgestellt durch den Heiligen Geist, der dazu sein Wort benutzt. Deswegen ist das auch so entscheidend, ihr lieben Freunde, dass wir uns mit der Bibel intensiv beschäftigen. Wenn wir wenig wissen von der Bibel, dann kann der Heilige Geist uns auch nicht sehr viel zeigen. Das ist nicht so, wie einige sagen, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Nein, da ist schon Anstrengung erforderlich. Da müssen wir uns schon mit dem Wort beschäftigen. Wenn wir wirklich Gott erkennen wollen, ich sage noch einmal, da geht's nicht darum, um ekstatische Erlebnisse, Visionen oder so etwas, sondern es geht um knallharte Bibellektüre. Manche tun das sogar auf den Knien, ja. Das muss nicht unbedingt sein. Die Haltung ist da nicht entscheidend, die körperliche Haltung. Aber die Herzenshaltung will ich Christus kennenlernen. Soll er mir alles sein? Ja, je größer er mir wird, je mehr ich überwältigt bin von seiner Liebe, ihr Lieben, werde ich auch ein Mensch, den der Herr gebrauchen kann. Ich werde erleuchtet durch den Heiligen Geist. Ja, und dann wird uns auch deutlich gemacht, dass es wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass der Heilige Geist uns also ständig auch begleiten will. Seine ständige Gegenwart wird uns aufgezeigt. Auch das spielt schon eine große Rolle. Ich will das noch einmal hier auf der Tafel zeigen, was dazugehört. Die Gegenwart des Heiligen Geistes. In Johannes 14 noch einmal dieser Vers, dass er bei uns bleibt. Epheser 4, Vers 30 können wir noch hinzunehmen. Wir haben bisher aus dem Epheserbrief noch nicht so sehr viel vom Heiligen Geist gehört. Das werden wir in Verbindung mit einem anderen Thema dann allerdings nachholen. Da heißt es in Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung.
seht mal, diese ständige Gegenwart, die ist jetzt nicht nur bis wir abfallen, wie einige denken, sondern auf den Tag der Erlösung. Wann ist denn der Tag der Erlösung? Damit ist nicht die Erlösung des Geistes gemeint, die hatten wir in der Wiedergeburt, sondern die Erlösung des Fleisches, des Leibes. Wenn wir bei Christus sind in der Herrlichkeit, so lange begleitet der Heilige Geist uns, lebt er in uns bis auf diesen Tag. Wie das dann weitergeht in der Herrlichkeit, da wird uns meines Wissens eigentlich nichts drüber gesagt. Aber es wird auch am Ende der Bibel in Offenbarung 22 deutlich, wenn es heißt, der Geist und die Braut sprechen, komm, weil der Geist in uns lebt. Er sehnt sich auch zurückzukehren in seine eigentliche Hütte, wenn man das so sagen will, ins Vaterhaus zusammen mit uns. Ja, er wohnt in uns bis auf den Tag der Erlösung, wenn wir den neuen Leib bekommen, um dann in alle Ewigkeit bei unserem Herrn zu sein. Als nächstes haben wir den Heiligen Geist als Quelle. Da gibt es also auch verschiedene Stellen, die wir uns anschauen können. Zum Beispiel in Johannes 3. Wenn ihr nicht aus Wasser und Geist geboren werdet, ja, sagt er zu Nikodemus, kannst du das Reich Gottes nicht ererben. Das fließende Wasser ist allerdings häufiger ein Bild vom Heiligen Geist, ja, weil es da besonders deutlich macht, dass das Leben immer wieder erneuert wird. Ja, vom Heiligen Geist ist auch die Rede, wenn es um die Anbetung geht, gerade in Johannes 4, wo der Herr Jesus der Frau am Jakobsbrunnen, der er ja vorher ihr Leben vorgestellt hat und die dann ganz begeistert ihren Dorfbewohnern erzählt, dass sie den Messias gefunden hat, wo er ihr erklärt, was Anbetung ist. Und da sagt er, der Vater sucht solche, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. In Geist und Wahrheit. Die Anbetung im Geist. Wir werden bei anderer Gelegenheit noch einmal darauf zu sprechen kommen, wo ich das etwas ausführlicher behandle. Auch der Jesus selber gibt lebendiges Wasser. Und die Stellen, die wir hier haben, sind auch in Verbindung mit dem Heiligen Geist zu sehen. Und in 1. Korinther 12, Vers 13, da haben wir ja die Geistestaufe, wie sie erklärt wird. Und dass durch die Geistestaufe, der Schwerpunkt ist dort, dass wir Glied am Leibe Christi werden, aber eben dadurch auch dieses neue Leben bekommen und die Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Gott kann nicht mit der Sünde Gemeinschaft pflegen. Aber wenn wir von der Sünde befreit, gereinigt sind, haben wir Gemeinschaft mit Gott, dem Allmächtigen, dem absolut Reinen, dem Heiligen Gott und können uns mit ihm austauschen durch den Heiligen Geist, der uns im Gebet leitet. Die Quelle also, das Wasser, das für Reinigung steht und für Leben, das in uns immer wieder neu etwas bewirkt, dass es nicht abgestanden ist wie das tote Meer, sondern immer wieder neu und frisch, wenn wir uns mit dem Herrn und mit seinem Wort beschäftigen. Und dann gibt es auch noch einen sehr schönen Hinweis auf den Heiligen Geist, nämlich wenn er als Strom uns vorgestellt wird. Was der Strom für eine Bedeutung haben kann, wird besonders in Hesekiel 47, Vers 9 deutlich. Das Zeugnis des Heiligen Geistes, die Ausbreitung, Vermittlung des Lebens durch den in uns wohnenden Geist. Das heißt, der Heilige Geist als Quelle bewirkt etwas in uns. Und als Strom wirkt er durch uns in unsere Umgebung. Ein Strom ist natürlich viel mehr als eine Quelle, aber ein Strom entsteht
aus einer Quelle. Hat die Quelle als Ursprung. Und so können wir das auch in Verbindung mit dem Heiligen Geist sehen. Ein weiteres Bild des Heiligen Geistes ist das Bild des Windes. Die Kraft des Heiligen Geistes kann man vom Griechischen und vom Hebräischen her Wind und Geist gleichsetzen. Ist das gleiche Wort. Und in Johannes 3, Vers 8 vergleicht der Herr Jesus selber, das ist eine der deutlichsten Stellen, wo wir da wirklich die Allegorie auch sehen, den Heiligen Geist mit dem Wind. Und dass man nicht weiß, woher er kommt, wohin er geht. Du hörst sein Sausen, ja, und du siehst das Ergebnis. So ist jeder, der von Gott geboren ist. Da zeigt sich etwas in seinem Leben. Da verändert sich etwas. Aber der Vorgang als solcher bleibt nach wie vor ein Geheimnis. Die Wiedergeburt ist ein großes Wunder, das Gott tut. Und in der Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4, da haben wir das dann bei Pfingsten, wie der Heilige Geist auf die Jünger kommt und wie das mit einem Wind und einem großen Brausen verglichen wird. Und in Ezekiel 37 etwas Ähnliches, auch hier der Heilige Geist als Wind. Ja, es kann sehr plötzlich kommen und ist allerdings an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Wenn der Heilige Geist neues Leben schenkt, dann ist immer die Voraussetzung, dass der Sünder bereit ist, Buße zu tun. Aber selbst Buße kann er nicht aus eigener Kraft, ist der Heilige Geist, der ihn in diese Haltung hineinführen möchte. Und es ist unsere Aufgabe dann, dass wir dem Wirken des Geistes nicht im Wege stehen, sondern dass wir ihn wirken lassen an uns, der das neue Leben schafft und dann eine neue Lebensweise auch, die offenbar wird, auch in unserer Umgebung. Ihr Lieben, das nächste Mal möchte ich mich gerne beschäftigen mit dem Wirken des Heiligen Geistes unter den Sündern. Und später anschließend dann, und das wird aller Voraussicht nach dann auch in einem einzigen Vortrag sein, geht es darum, wie er unter Gläubigen wirkt. Da wird es um die Geistestaufe gehen, um die Geistesfülle, um die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, um die Salbung mit dem Heiligen Geist und einige andere Dinge, die von höchster Aktualität sind und in gewissen Kreisen auch sehr hoch geschätzt werden. Und es ist eigentlich so meine Hoffnung, dass wir auch über diese Dinge doch etwas mehr Bescheid wissen, was die Bibel darüber sagt, dass man auch in den sogenannten konservativen Kreisen doch erkennt, dass der Heilige Geist vielleicht doch manches noch mehr bewirken möchte, als wie das im Augenblick der Fall ist, ohne dass wir in Schwärmerei geraten, sondern wirklich nüchtern erkennen, was sagt die Bibel dazu, aber das, was die Bibel darüber sagt, das sollte auch bei uns zu sehen sein. Wir sollten nicht unter dem biblischen Level bleiben, sondern wirklich dem Herrn zutrauen, dass er auch in unserem Leben noch einiges bewirken kann, zu seiner Verherrlichung, gewirkt durch den Heiligen Geist.